Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer nächsten Hogwarts Legacy Episode. In der letzten Folge haben wir mit Sebastian und Ominous das Skriptorium von Slytherin gefunden und wir haben mit Nutty einen kleinen Jungen von bösen Zauberern gerettet. Aber nun wollen wir uns wieder der Hauptgeschichte zuwenden und uns mit Professor Fig auf dem Weg zur zweiten Hüterprüfung begeben. Aber bevor wir das tun, verbessern wir noch schnell unsere Kleidung im Raum der Wünsche. Also, wollen wir mal los. So, aber bevor wir zum Raum der Wünsche gehen, ist mir gerade noch eingefallen, dass ich hier noch eine Demigeist-Statue sammeln kann. Also wollen wir das als erstes erledigen. Und zwar sieht man das immer hier auf der rechten Seite. Demigeist-Statuen 0 von 1. Und noch eine Druhe. Revelio. Hier drüben. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Alohomora. So, dann gehen wir gleich mal hier rein. Perfekt. Revelio. Und etwas Geld auf dem Tisch. Das war's hier. Ah, und hier haben wir unseren Demigeist-Mond. Dann gehen wir doch mal hier rein. Danke, dass du mich gerettet hast. Das werde ich nie vergessen. Revelio. Und da steht sie auch schon. Nochmals vielen Dank für die Rettung meines lieben Archie. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn täte. Er ist alles, was ich noch habe. Kommt nach seinem... Accio! Wingardium Leviosa! Na super. Jetzt habe ich ihr Geld geklaut, oder wie? Revelio! So, und hier steht auch noch etwas. Revelio. So, ich glaube, das war es aber auch schon. Was habe ich jetzt eigentlich ein Neues bekommen? Hier. Tja, dann gehen wir doch gleich mal noch in den Raum der Wünsche. Nach Hogwarts. Denn ich möchte gerne noch auf meine Kleidung ein paar Eigenschaften anlegen. Und das mache ich immer hier am Webstuhl. So, was habe ich denn alles? Grausamkeit. Oh mein Gott, das brauche ich auf jeden Fall. Ach, mir fehlt ein Knieselfell. Fehlende Zutaten. Die habe ich noch gar nicht eingefangen. Fällt mir gerade ein. Aber, wenn ich schon hier bin, könnte ich hier mal wieder alles ernten.
Und hier noch. Ein Knieselfell. Dann gehen wir doch mal nach Hogsmeade. So, jetzt ist nur die Frage, zu welchem Händler muss ich da? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Okay, also Jay Pippins hat es nicht. Aber wir können vielleicht noch ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Dann gehe ich doch nochmals zu Schnabel und Brut. Und das ist hier oben. Revelio! Hier in Hogsmeade, es sollten auch noch einige Demigeist-Monde sein, aber da hatte ich neulich schon keine Chance, die zu finden. Schloss auf Stufe 2. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ah, eines Testrals. Hier, Knieselfell, oder? Das brauche ich. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Dafür verkaufe ich meine Tierchen hier. Wow, 700. Wisst ihr was, ich kaufe es einmal. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Ja, natürlich. Die hat jetzt auch mega Kohle mit mir gemacht. Dann zurück nach Hogwarts in meinen Raum der Wünsche. Und dann schauen wir doch mal, ob wir das jetzt verbessern können. Aber ich habe gesehen, ich habe ein neues Kleidungsstück. Ah, perfekt. So. Also, dann lege ich doch mal neue Kleidung an. Habe ich da nicht auch irgendetwas Cooles bekommen? Hier vielleicht.
Und da brauche ich jetzt weiße dazu. Oder diese. Das sieht doch mal cool aus. So, dann legen wir doch mal unsere Eigenschaft an. So, kann ich jetzt diese Eigenschaft drauf machen, oder? Erheblich erhöhter Schaden mit Grusio. Das ist doch mal eine gute Idee. Und hier kann ich auch etwas drauf machen, oder? Ah ja, hier kann ich nur eine Eigenschaftsplatzstufe 2 drauf machen. Also eine von denen hier. Was mache ich hier drauf? Erhöhter Schaden mit einer Alraune. Ja, aber damit kämpfe ich auch nicht wirklich. So, ich glaube, das war's. Hier habe ich jetzt mein Grusio drauf. Hier habe ich nichts drauf. Hier habe ich Incendio. Hier habe ich Kontrolle 2. Hier habe ich erhöhter Schaden mit Incendio. Und hier habe ich nichts drauf. Hier könnte ich auch noch eine Stufe 3 drauf machen. Na gut, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Und wir gehen jetzt bald los. So, erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit. Was brauche ich dann für später? Wahrscheinlich für eventuelle Endkämpfe. So, dann wollen wir doch mal losgehen. Wohin muss ich denn? Habe ich meine Mission markiert? Also, hier. Wieder auf dem Weg. Professor Fig ist in der Kartenkammer. Ich sollte mit ihm über das reden, was in letzter Zeit passiert ist. Begib dich zur Kartenkammer. So. Dann die Karte von Hogwarts und ich muss hier drauf und hier ist die Kartenkammer. Na also, dann sind wir mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. So, und da steht der gute Mann auch schon. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, eine solche Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind Sie ja. Ich habe Ihre Eule erhalten.
Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Das tue ich, schwer zu sagen. Er wirkte aufrichtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber Sirona Ryan vertraut ihm. Besser als nichts, nehme ich an. Gesetzt den Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rockwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet Ihre nächste Prüfung statt. Ich habe schlechte Neuigkeiten, aber Sie haben nichts gesehen? Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein, ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rockwood, offenbar Ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Na gut, Sir. Bin unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns! Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Also, wir müssen jetzt hier hin. Dann schauen wir doch mal auf der Map, wo das Ganze zu finden ist. Jetzt ist der neue Auftrag verfügbar. So, da ist er ja. Percival Rackham und Charles Rookwood wollen, dass ich Charles' Prüfung so bald wie möglich abschließe. Ich werde mich auf Schloss Rookwood mit Professor Fig treffen. Triff Fig in Schloss Rookwood. Jetzt sollte ich den Auftrag sehen. Tatsächlich, da ist er. Die Weltkarte und super, ich muss ans andere Ende der Welt. Tatsächlich. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? So, und zwar wollen wir die Mission tagsüber machen. Beziehungsweise, naja, im Morgengrauen. So, und hier wäre auch noch eine Demigeist-Statue. Revelio. Aber gut, jetzt habe ich schon zum Tag gewechselt. Sind das Schlösser auf Stufe 1? Dann wechsle ich vielleicht doch nochmal zur Nacht. Denn vielleicht ist hier die Demigeist-Statue drin. Oder da drüben. Alohomora.
Revelio! Wer hier wohl wohnt? Na, die zwei, würde ich mal sagen, oder? Und hier habe ich dann noch etwas gesehen. Alohomora. Revelio. Hier drüben ist noch etwas. Revelio. Ah, perfekt. Hier drin ist die Demigeist. Statue, aber das Schloss ist auf Stufe 2. Revelio. Naja, immerhin ein nicht identifizierter Gegenstand. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. So, dann nochmals kurz hier zum Händler und dann fangen wir die Mission an. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernhard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Dann wollen wir doch mal. So, dann wechsle ich noch zum Tag und dann wollen wir doch mal los. Hier drüben! Ah,
Was ist hier los? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Also, ich schätze, ich soll schleichen. Aber welches Kind? Wir können einfach jedes Kind zu Renrock bringen. Irgendwann ist das Richtige dabei. Ach, klingt nach viel Arbeit. Vielleicht sagen wir einfach, wir haben gesucht. Was er fragt. Klingt einfach. Machen wir das. Eine lustige Idee. Bitte, Kostadanus. Wohin sind Sie unterwegs? Nein, sagen Sie es mir nicht. So eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Revelio. So, hier ist nichts. Den können wir auch ausschalten. Revelio. So, ich glaube, ich muss komplett außen herum laufen. Oder? Hier muss ich doch irgendwo mal reingehen. Ah, hier. Das sieht doch gut aus. Revelio. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Hat er mich gesehen? Einen Moment. Na super. So, und das war ein kurzer Prozess, würde ich mal sagen. Akio. Wingardium Leviosa. So, aber hier oben ist nichts. Und ich muss... Ich schätze, ich muss in diese Richtung hoch. Revelio. Wir sind drin. Na also. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe.
Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Na super. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Revelio. Nein, oder? Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Okay, das war's. Revelio. Also, dann sammeln wir noch schnell alles ein. Hier liegt ja einiges wieder herum. Hier noch etwas. Und ich glaube, das war es auch schon. Also, gehen wir doch mal rein. Wir müssen in diese Richtung. Ist hier etwas? Glaube nicht.
So, aber hier sind wir richtig. Oh oh. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Ah, und wir müssen hier rein. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Expelliarmus! Holzum! Incendium! Confringum! Ah, ich war zu langsam. Expelliarmus! Aber jetzt. Dann mal rein in die gute Stube. Das sieht auch wieder cool aus. Revelio! Koboldspuren! Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Das muss es sein. Und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Revelio! Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Da ist er ja. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Sie haben einen Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie Sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben Sie irgendwie gelernt... Das kann nicht sein. Und Sie wissen, dass Sie ein Hüter waren. Renrock nannte Sie so. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Okay. Hier muss ich alleine ran. Lumos. Die zweite Prüfung. Sieht wieder sehr cool aus.
mag solche Lichteffekte. Revelio. So, und ich glaube, ich muss nach oben. Was ist jetzt passiert? Ah, das kennt man doch. Also, wir schauen es uns mal an. Ich glaube, das brauche ich hier draußen. Und das Teil. Nein, das kann ich nicht bewegen. Und jetzt? Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Nein. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Ah. Aber jetzt. Guardium Leviosa. Hier rein wahrscheinlich. Und jetzt nochmals durch. Und jetzt kann ich draufhüpfen. Accio. Guardium Leviosa. Na also, hat geklappt. Revelio. Immer diese komischen Treppen hier. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Okay. Also jetzt kann ich hier nicht rein. Aber wir haben eine Truhe gefunden. Brauche ich das Teil vielleicht? Ah, wartet mal, vielleicht muss ich jetzt. Confringo. Muss ich der Torbogen vielleicht drehen? Expelliarmus!
Moment mal, das hat sich jetzt gedreht, oder? Lässt sich dieser Torbogen irgendwie verschieben? Na also. Gut. Und weiter geht's. Oh oh. Gegner. Oder? Tatsächlich. Oh mein Gott. Was für ein grausamer Sturz. Wow. Die Gegner waren schnell platt. Das sieht sehr cool aus. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Nach links. Moment mal. Das war's ja schon. Na also. Revelio. Thank you.
Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's auf der anderen Seite vorwärts. Das sieht doch gut aus, oder? Oder auch nicht. Okay, jetzt bin ich auf der Seite. Das vielleicht? Nein. Nicht hoch genug. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich hier durch. Nee, andersrum. Oder? Jetzt habe ich hier den Torbogen, ne? Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Na gut. Jetzt vielleicht. Moment mal. Ach hier. Accio! Wingardium Leviosa! War ist das hoch genug schon? Wir schauen mal. Oder? Ich muss doch in diese Richtung. Nein, ist noch nicht hoch genug. Akio. Beziehungsweise, jetzt bräuchte ich ihn eigentlich hier. Wingardium Leviosa. Jetzt macht's Sinn. Also auf der blauen Seite ist er ganz. Accio! Wingardium Leviosa! Nachdem ich den Block durch den Torbogen gezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Jetzt, oder? Naja, hat eine Weile gedauert, aber okay. So, et voilà, würde ich mal sagen. Hat funktioniert. Revelio. Wow, was geht denn hier ab?
etwas Geld. Und ansonsten gibt's hier nichts mehr. Und hier gibt's kleine Gegner. Wahnsinn, wie viel Damage das macht. Revelio. So, haben wir vielleicht hier noch etwas vergessen? Geht's hier schon wieder raus? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein, oder? Ach, hier kann man noch hoch. Ach, hier muss ich den runterziehen oder so. Okay, dankeschön. Aber ich glaube, das war es jetzt. Revelio. Ein paar Mega-Power-Tränke. Das heißt, hier kommt dann doch noch ein Endgegner. Schätze ich mal. Wow. Was für ein grelles Licht. Oh ja. 5 Getränke bekommen. Das heißt nichts Gutes. Ja. Ringo.
Okay. Na, ich wusste es doch. Da kommt der Große noch. Wow. Beziehungsweise nehme diesen Trank hier. Okay, der war relativ schnell platt. Na endlich. Aber ich muss sagen, dieser Maxima-Trank ist richtig gut. Den sollte ich wohl öfter bei Endgegnern benutzen. Also definitiv. Und gerade diese Kombination, die ihr hier rechts seht, an Zaubersprüchen, ist richtig gut. Zumindest momentan. Revelio. So, dann sammeln wir hier mal alles ein. Aber ich glaube, das war es schon. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Oh oh, oder?
Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Also, sie hat's doch getan. So, beende die Prüfung von Charles Rookwood. Hier. In diese Richtung. Sprich mit Percival. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was hat Isidora in der Erinnerung aus der Brust ihres Vaters entfernt? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Wow. Und es ist der Winter geworden, schätze ich doch mal. So, und wir sind wieder zurück im Schloss. Auftrag abgeschlossen.
So, dann gehen wir aber mal in den Raum der Wünsche. Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Und wir bekommen wieder neue Missionen rein. Ah, und hier haben wir auch noch eine neue von Professor Weasley. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Dick erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet, Professor Weasley. Gut, habe ich sonst noch etwas? Ich glaube, das war's. Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Na also, wir können Bombarda als nächstes lernen. Perfekt. So, aber ich glaube, das sollte auch schon wieder alles gewesen sein für diese Folge. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder in der nächsten Folge.